wunderbar. Und Marc steht jetzt unten, Patrick kommentiert mit, die Ampel ist auf Rot und der Starter wartet sehr lange mit dem Umschalten auf die grüne Ampel. Das haben wir den ganzen Tag über schon verfolgen können. Einige Piloten haben sich da sehr geärgert, sprachen wie Wolfgang Land von einer direkten Provokation. Marc Bazin kann seine Führungsposition auch gleich in den ersten Platz im Rennen ummünzen. Alles beim Alten geblieben, fast. Da gibt es die Attacke gegen Horst Farnbacher. Und Klaus Graf. Und schon Klaus Graf mit dem ersten Ausritt. Und das wird sich rächen. Denn die Reifen, die sind jetzt erstmal richtig schön gesetzt. Das geht schon beim Frühstück los. Da sitzen sie alle gemeinsam da und hauen mit dem Löffel aufs Ei. Und er frotzelt immer richtig schön. Er sagt, Jungs, euch fehlt die Erfahrung, ihr macht eure Fehler heute. Und dann komme ich von hinten und blas vorbei. Und so geht das stundenlang. Und da soll mir kein Mensch erzählen, dass das nicht irgendwann mal Spuren hinterlässt. Und er sitzt immer mit einem unglaublich sympathischen Mann, Grinsen da. Man kann ihm das nicht mal übel nehmen. Aber der weiß schon, wo man den Hebel ansetzen muss. Ja gut, es gibt den einen oder anderen, der da ein bisschen geschwächt drauf reagiert. Aber man muss da ganz locker reagieren und einfach ein paar Sprüche zurück an den Kopf knallen. Und dann hat er auch irgendwann genug. Innerhalb einer Zehntelsekunde und weg. Der Dirk Müller ist jetzt auch ein Stück zurück. Da sieht man nochmal den Dreher von Stefan Reutmeier. Vorne in die Botanik und die dahinter kommen, die müssen richtig erstmal einen zusammenkneifen. Da bleibt dann wahrscheinlich schon mal das Herz stehen, wenn da der so dicht vor einem liegende eine Pirouette einlegt. Ja, es ist in der Situation, die Situation mit dem Dirk Müller und dem Stefan Reutmeier, nein, das war er nicht, das war der Frank Stippler. Die auch von der zweiten Position weggeschossen wurde, und das wortwörtlich zu nehmen. Da wird es nachher erstmal ein paar Entschuldigungssätze geben müssen, denn das war nicht fair. Ich glaube, der wollte jetzt einfach mit der Brechstange probieren, um an seinem Teamkollegen, dem Marc Bazin, dran zu bleiben. Und das war eine Passage, der in dieser Situation einfach doch sehr, sehr wagemutig da vorbeizugehen. Das zeigt aber auch, wie hoch der Konkurrenzdruck innerhalb des UPS Junior Porsche Teams ist. Ich denke, das war noch irgendein Fehler oder irgendeine Sache aus dem ersten Dreher, weil er doch da auch relativ brutal von der Strecke gerutscht ist. Also da kam er aus der Kurve raus auf den Dreck, und dann, wenn da 315 PS auf der Hinterachse mal richtig quer kommen, dann ist es doch sehr, sehr schwierig, da das alles im Griff zu behalten. Und ich denke, dass da irgend noch ein Problem raus resultierte. Noch 19 Runden, eine Höllendistanz bei hochsommerlichen Temperaturen. Die Fahrer müssen hier perfekt vorbereitet in dieses Rennen gehen. Und wie man das am besten macht, das erklärt uns unser Rennphysiotherapeut, der Axel Matschul. 30 Jahre Berufserfahrung, der hat hier seine Profis voll im Griff. Und wenn sie klug sind, dann halten sie sich an seine Tipps. Das stimmt, zumal in der Kurve da nochmal Gas wegzunehmen. Also die Autos sind gerade in der Bremsphase. Was soll da noch mehr wegnehmen? Also da möchte ich jetzt auch gar nicht mehr zu sagen. Das sollen die unter sich ausmachen. Schade für den Frank Stippler. Er ist auch ausgeschieden, auf Rang 11 liegend. Dabei war er vor dem Rennen so optimistisch. Hier sehen wir jetzt den Dirk Müller, der in der Anfangsphase am dritten Platz lag und da einen kleinen kleine Aktion schon mit dem Frank Stippler zurückgefallen ist, jetzt hier im Windschatten vom Hans Willems. Der geht mit geraden Rücken hier durchs Fahrerlager, als ob er schon seit 10 Jahren dazugehört. Und ist natürlich ganz besonders stolz. Seine Eltern mit dabei. Papa und Mama werden das Ganze hier mit Riesenfreude begutachten, was der Sohnemann auf den Asphalt legt. Aber sicherlich kann er mit Recht doch recht selbstbewusst und souverän durchs Fahrerlager gehen, weil die Leistung ist ziemlich hoch anzusiedeln, da hier die Pole Position vor den alten Hasen rauszufahren. Die Reihenfolge bei Sengenland, Gerhard Müller, schon wieder auf Rang 3 vorgefahren, wie ein Sieger Landstill. Heimlich schiebt er sich da immer um eine Position nach der anderen nach vorne. Das kriegen wir meistens gar nicht so richtig mit. Dann guckst du auf den Computer, dann ist der plötzlich Dritter. Also der hat eine Riesensteigerung im Verlauf der Saison hingelegt. Zumal so ein dritter Platz aus Siegerland doch auch dann eine gehörige Portion Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein in dem Fahrer gibt.